uns jetzt weitergereist nach Funakaiki und hier ist exakt gar nichts. Wir haben keinen Supermarkt, wir wissen noch nicht so ganz, was wir essen sollen. Aber wir sind hier bei der schönsten Küste, einer der schönsten Küsten der Welt. Laut dem Lonely Planet, der Top 10 schönsten Küsten. Und dann gehen wir jetzt gleich zu so Steinen, die aussehen sollen wie so aufeinander gehäufte Pfannkuchen, die Pancake Rocks. Das Hostel ist nice, wir haben halt nur kein Essen. Hier bleiben jetzt 2 Tage und dann fahren wir auch schon weiter. Ich weiß auch noch nicht, was wir uns da angucken. Aber hier gucken wir uns, wie gesagt, das erstmal die Küste an und dann die Pancake Rocks. Viel Spaß damit! Ja, heute haben wir nicht so Glück mit dem Wetter, aber wir fahren gleich weiter und dann haben wir endlich wieder einen Supermarkt, dass wir einkaufen können. Ja, und dann werden wir wahrscheinlich den Tag chillen, wenn das Wetter so bleibt und essen. Endlich mal wieder essen. Was wir dann demnächst machen, weiß ich noch nicht, aber das werdet ihr dann sehen. So, wir sind in... Wo sind wir denn? Wir sind in Greymouth. Hier gibt es tatsächlich nicht so viel zu sehen wieder, es tut mir leid. Außer ein Sonnenuntergang, den kann man hier an der Küste relativ gut sehen, deswegen gehen wir jetzt auch zur Küste. Ja, in diesem Vlog wird man wahrscheinlich wieder nicht so viel sehen, bis auf die Pancake Rocks, dann jetzt den Sonnenuntergang. Ich kann aber sagen, die nächsten 2, 3 Stationen, die wir jetzt abarbeiten, die werden richtig schön. Also könnt ihr gespannt sein, aber so ein paar Eindrücke sammelt man hier bestimmt auch. Es ist immer noch sehr, sehr schön hier, wir haben immer noch Spaß. Leider hat es die letzten 3, 4 Tage jetzt auch nur geregnet, deswegen haben wir eigentlich nichts anderes gemacht als das hier. Oder das. Oder das. Ja, also es gab nicht so viel zu tun, deswegen haben wir viel drin gehangen die letzten Tage bei dem Wetter. Und jetzt gucken wir die nächsten Tage, hoffen wir, dass es besser wird und reisen dann übermorgen weiter und dann gibt es wieder mehr zu sehen. Das ist dann auch wirklich sehenswert. Also darauf könnt ihr euch dann wieder freuen. Das wollte ich nur gesagt haben und jetzt gucken wir uns mal den Sonnenuntergang an. Also wenn ich nicht der coolste Mensch der Welt bin, dann weiß ich auch nicht. Weil es ist genau meine Größe, das Fahrrad. Ist genau richtig. Aber es ist kürzer, mit dem Fahrrad zu fahren. Guck mal, Leon. Leon ist auch fresh unterwegs. Wir fahren jetzt an die Küste und dann gucken wir uns den Sonnenuntergang an, in diesem heftigen Outfit. Danke. Danke fürs Zuschauen. I get misty just holding your hand. Ich kann aber nicht hören kann, aber wir gucken uns gerade noch mal den Sonnenuntergang an, aber diesmal in Bukitika, da sind wir heute angekommen. Es hat viel geregnet wieder, deswegen haben wir wieder nicht so viel gemacht. Hier gucken wir uns vielleicht, dass wir morgen noch mal versuchen zu hitchhiken zu so einem Fluss, glaube ich. Ansonsten geht es demnächst auf einen Gletscher zu einer coolen Kirche, also demnächst wird es wieder richtig cool. Das müssen dann die nächsten 2, 3 Vlogs sein. Die könnt ihr euch dann wieder freuen. Bis dahin freue ich mich, dass ihr zugeguckt habt und bis dann. Tschüss.